Und unsere Reporter sind bereits seit Stunden unterwegs. Sie mussten sich auch den Weg durch die Traktoren bahnen. Dorothea Schupelius ist am Brandenburger Tor. Isabel Finzel ist für uns in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Und Annalena Kempf ist für uns in Taufkirchen bei München. Guten Morgen, ihr alle drei zusammen. Ja, guten Morgen auch von mir. Wir beginnen mit Dorothea Schupelius vom Brandenburger Tor. Dorothea, also wie verhärtet sind denn nun die Fronten zwischen der Ampel und den Bauern? Wir gehen einmal ganz kurz hier einen Schritt rüber. Okay, nein, jetzt geht's doch. Also man merkt, hier sind auch einige sehr wütende Leute vor Ort. Deswegen habe ich eure Frage gerade nicht hören können. Aber ich würde euch einmal einfach ganz kurz zeigen, was für ein Ausmaß diese Demonstration hier vor dem Brandenburger Tor angenommen hat. Wenn ich hier einmal zur Seite trete, sehen wir, dass hier sogar schon ein Feuer gemacht wurde, denn die Leute sind seit gestern Abend hier, also die ganze Nacht, haben hier teilweise geschlafen. Und wenn wir hier rüber gehen und einmal gucken, dann sehen wir, dass diese Traktoren wirklich bis ganz unten, bis hinten zur Siegessäule stehen. Ich habe mich unterhalten können mit einigen Bauern hier vor Ort und habe eben auch mal gefragt, ich würde einmal ganz kurz zu euch ins Studio zurückgeben und dann können wir vielleicht gleich nochmal sprechen. Nur zur Einordnung, dass hier ist kein Landwirt und auch kein Bauer, sondern jemand, der hier in der Nähe irgendwie, genau. Einfach. Dorothea, dann werden wir einfach mal die Situation weiter beobachten und für dich ist natürlich die Sicherheit auch das Wichtige. Wir sehen also auch, es gibt immer wieder Chaoten, die sich dann unter die Menge mischen und versuchen, Aufmerksamkeit zu erlangen. Aber man muss sagen, die Sicherheit von Dorothea geht jetzt erst einmal vor. Deshalb wollen wir nach Mecklenburg-Vorpommern zu Isabel Finzel schauen. Isabel, wie ist bei dir die Situation dort? Denn wir wissen ja auch, dass in Mecklenburg-Vorpommern, das ja sehr landwirtschaftlich geprägt ist, die Landwirte kochen. Die Landwirte kochen, in der Tat, das trifft es ziemlich gut. Ich stehe hier in der Nähe von Leitzen bei einer Autobahnzufahrt und seit 6 Uhr morgens geht hier wirklich gar nichts mehr. Also sowohl wer auf die A19 möchte Richtung Rostock, wo ich jetzt hier stehe, als auch wer Richtung Berlin möchte. Wenn wir mal einmal darüber schauen, auch dort sehen wir, da ist alles dicht. Ja, um kurz vor 6 Uhr morgens haben sich hier die Traktoren in Bewegung gesetzt und es sind ungefähr 75 Stück, die hier stehen und bis mindestens 9 Uhr wird hier definitiv eben heute diese Autobahnzufahrt blockiert sein. Wir können uns das einmal noch mal genauer anschauen. Was eben hier nicht blockiert wird, ist die Autobahnabfahrt. Das dürfen die Landwirte tatsächlich nicht aus Sicherheitsgründen. Also es müssen weiterhin noch Autos von der Autobahn abfahren können, aber eben auch Platz geben, also eine Rettungsgasse gebildet werden für Rettungswagen, für die Polizei, für die Feuerwehr, falls die tatsächlich durch müssen. Aber bis mindestens 9 Uhr wird hier erstmal alles dicht sein. Wer auf die Autobahn auffahren möchte, der wird hier weitergeschickt von der Polizei. Zahlreiche Autobahnaufbahnen im ganzen Bundesgebiet, die sind heute dicht. Nicht nur hier viele in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen beispielsweise, sollen bis zu 95% der Auffahrten dicht gemacht werden. Ja, da droht ordentlich Chaos. Dankeschön, Isabel Finzel. Und wir schauen weiter nach Bayern, genauer gesagt nach Taufkirchen. Dort ist Annalena Kempf für uns. Und ja, auch in Bayern die Lage wahrscheinlich ähnlich, alles blockiert. Ich muss sagen, hier ist genau das Gegenteil der Fall. Hier läuft man sich, glaube ich, gerade noch so ein bisschen warm. Es ist noch recht ruhig. Einige Bauern wollen sich hier in Taufkirchen versammeln, um dann eben gemeinsam in die Stadtmitte zu fahren, zum Odeonsplatz. Dort soll dann auch das Kernstück der Demonstration stattfinden. Der Bayerische Bauernverband rechnet hier ungefähr mit 5.000 bis 8.000 Teilnehmer und 2.000 Traktoren sollen mit dabei sein. Und hier läuft man sich jetzt eben gerade so ein bisschen warm. Alle kommen zusammen, aber es ist noch sehr friedlich und auch noch recht ruhig. Annalena, du wirst natürlich die Lage für uns in Bayern auch weiter beobachten, denn die CSU-geführte Landesregierung hat ja scharfe Vorwürfe gegen die Ampel erhoben. Bis später. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.